Freunde des Mondes, ich bin leider kein wirklicher Wissenschaftler, aber immerhin ein echter Ingenieur. Das ist mein Spezial-Ostsi. Diese Klischees meiner Kollegin Mai Chi Nguyen Kim kenne ich ja nicht. Also als ich studiert habe, gab es jede Menge Mädels, besonders Asiatinnen. Die Asia-Connection war die größte Connection, die es bei uns gab. Einige tragen auch Brille, um die Augenringe zu verbergen. Karohemd ist kein Muss. Man könnte auch nackt rumlaufen. Hauptsache, es sieht gut aus. Nein, Aussehen ist auch egal. Solange du nicht total auf den Kopf gefallen bist, aber... Mai Chi Kim... Nee, Mai Chi Nguyen Kim, Nürnberg. Vom Stil her sind sie alle sehr unterschiedlich. Von klein und schüchtern bis anhänglich über extrovertiert und aufreizend, super intelligent und hyperintelligent. Nicht zu verwechseln mit altklug. Viele machen das ja, um sich einen heißen Ingenieur zu angeln. Oder eine heiße Ingenieurin. Ich mach mal wieder zu, sonst wird's kalt hier im Keller. Vereinzelt soll es auch Ingenieure geben, denen ihre Arbeit Spaß macht. Aber die Frage ist doch, was war zuerst? Wissenschaft oder Ingenieurwissenschaft? Du brauchst ja irgendwie beides, ne? Die Wissenschaft alleine wird ja nicht überleben, wenn es nicht Ingenieure gäbe, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht zu irgendwas bauen oder konstruieren würden, was man auch verkaufen kann, ne? Natürlich kann man auch sein Wissen verkaufen. Man muss halt wissen, wie. Jeder Ingenieur braucht ja die Wissenschaft als Hintergrund. Die Ingenieurwissenschaft baut quasi auf die Naturwissenschaft auf. Es ist alles ziemlich interdisziplinär. Mathe, Informatik kommt auch noch dazu. Das soll jetzt nicht heißen, dass ein Ingenieur mehr kann als ein Naturwissenschaftler. Ein Ingenieur denkt halt manchmal ein bisschen weiter und sagt, wie kann ich das anwenden? Könnte sein, dass die Naturwissenschaftler mehr die Theoretiker sind und die Ingenieure die Anwender. Angewandte Wissenschaft kann man unter Umständen auch verkaufen, falls es Leute gibt, die sich dafür interessieren. Oder man macht's wie meine Kollegin Mai Chi Nguyen Kim. Macht rüber zu den Medien und wird Quereinsteiger als Wissenschaftsinfluencer. Ich bin da auf jeden Fall Fan und werde es weiterverfolgen in meiner mir eng bemessenen Freizeit, wenn ich nicht gerade im Keller hocke und mein altes Ostsee bewundere. Die alte Röhre. Disclaimer, mein Name ist Sophia Transistor und dies hier ist meine Parodie auf Mai Chi Nguyen Kims Parodie. Ciao. Mach weiter so und bleib sauber. Guck mal, reflektiert's auch. Und überblendet die Augenringe. Ach nee, doch nicht.